Von einem Friedhof bis hin zu schwebenden Geistern. Seit 9 Jahren schmückt Sascha Lengenfelder zusammen mit seiner Familie das ganze Haus passend zu Halloween. Und jedes Jahr wird es mehr. Heute und morgen laufen letzte Vorbereitungen, sodass am Donnerstag jeder Grabstein sitzt. Der Grabspalter, den haben wir selber gebaut. Ja, quasi geht der Grab auf und der Zombie fährt hoch. Die Idee, das Haus an Halloween umzugestalten, kam über die Jahre ganz von selbst. Angefangen hat es ja damals mit 2 Kürbisse und den Kindern hat es so gut gefallen, damals die Kürbisse, dass wir gesagt haben, okay, machen wir nächstes Jahr ein bisschen mehr. Und dann haben wir die mit den ersten Puppen angefangen und dann ist das immer so gut angekommen. Und dann haben wir eben für uns immer so, weil die Kinder dann immer so glücklich waren, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, und jetzt hat es halt dann schon solche Ausmaße angenommen. Wenn andere noch an Sommerurlaub denken, beginnen bei Sascha Lengenfelder schon die Vorbereitungen für eine legendäre Halloween-Nacht. Am Brunnen quasi bauen wir den Rührer nochmal auf. Ja, der soll dann quasi so oben die Suppe zusammenrühren. Die meisten Figuren sind selbst gebaut und animiert. Dazu gehört viel Kreativität und Planung. Aber das Basteln und Dekorieren macht der ganzen Familie Spaß. Weil den Kindern gefällt es so schön. Ja, dann haben wir gesagt, warum nicht mehr. Und dann, die warten ja auch schon drauf. Auf die Süßigkeiten natürlich auch. Ne? Und deswegen machen wir immer mehr. Und uns selber gefällt es natürlich auch. Mir gefällt es halt, so Szenen darzustellen, dass die Kinder halt dann sich da ein bisschen so rein vertiefen, in die ganzen Szenen, sich ein bisschen selber so ein bisschen was ausmalen können. Und das ist so, wo mir eigentlich so gefällt halt, ne? Das Dekorieren. Rund 500 bis 600 Leute erwartet Lengenfelder am Donnerstag, die sein Haus und seine Figuren bestaunen. Für den Halloween-Abend lässt die Familie dieses Jahr extra für ein Zelt die Straße sperren. Dieses Jahr haben wir ja dann dieses Zelt, diese Selfie-Box quasi. Da haben wir dann was gebaut, so Zombies haben wir selber gebaut, dass die Leute quasi ein Selfie machen können. Das dann so ausschaut, dass dann die Zombies die Gedärme rausreißen von einem. Die ganze Familie ist dann draußen unterwegs und versorgt ihre Gäste. Wir laufen ja draußen auf der Straße rum, verteilen die Süßigkeiten dann natürlich. Und ein bisschen so Spielzeug haben wir noch dieses Jahr. Ein bisschen Kleingrusch. Nach Halloween werden die Hexen, Geister und Höllenhunde wieder im Keller verstaut. Auch das dauert wieder mehrere Wochen. Dort warten sie dann aufs nächste Jahr, wenn sie wieder pünktlich zum 31. fröhlich in Haus und Garten weiterspuken. Don't worry, I will return.